auch nicht. Das auch nicht. Ja, okay. Eine Sache. Mir Schulbericht erstatten. Okay, dann kann ich einmal kurz hier mit den Zielscheiben weitermachen. Und bitte einmal Rückführung. Na gut, wir geben erstmal hier das wieder die Geld ab. Für gewöhnlich muss ich auch irgendeine Instanz, glaube ich, machen. Damit ich was machen kann. Stufensteigerung. Okay. Den manchen Sachen blicke ich noch nicht so ganz durch. Aber das kriegen wir alles hin. Ich will nicht mein Schokomoppel. Warte mal, ich kann mal kurz nachgucken. Nämlich hoch. Nee, nicht Reittiere kaufen, sondern ich suche wie ich sie freischalten kann. Geht sofort weiter. Okay, man kann das auf jeden Fall erst machen, wenn man den ersten Prima-Eder besiegt hat. Was auch immer das ist. Ich habe eine Gruppe angeschossen. Nee, bezüglich der Gilde, das ist halt, ja, die, sag mal schnell. Für jede Klasse gibt es halt so eine Ingame-Gilde, die nichts mit anderen Menschen zu tun hat. Also rein theoretisch hätte ich eine. Ich war nur bisher zu voll, mich da als... Ich, ja. Bin mal wieder ein bisschen... Was? Hm? Bisschen sehr faul. Probleme einfach nicht ab. Ja, es gibt so viele Abenteurer.
Oh Mann. Und da wurde sie allein stehen gelassen. Ja, ich überlege, falls ich Interesse habe. Gib mir endlich meine Erfahrungspunkte. Was? Danke. Vielen lieben Dank. So. Ich möchte jetzt zur Abenteuergilde nach Ulda schicken. Ruf der Wüste. Du schreibst also keine weiteren Reisen? Wunderbar. Wir haben bereits unsere Abenteuergilde oder Unterstützung gebeten, wenn du bitte nachkommen möchtest. Klingt halt, aber ich habe ein Bedenken, dass wir jede Gefahr meistern wirst. Also kein, alles Gute und gute Reise. Blablabla. Also nach Ulda. War wer so gerne nach Ulda rein. Na gut, Ulda habe ich lieber als dieses Lami-Dingens-Bummens. Limsalominsa. Wer sich diesen Namen ausgedacht hat, der war auf Drogen. Limsalominsa. Toter Schandname. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich hoffe einfach mal, dass das richtig war. Nein, war es nicht. Ja, bitte einmal dahin. Und hier sind wir aber richtig. Moment, bist du vielleicht... Ja, bin ich. Dann habe ich natürlich Zeit für dich. Ich habe bereits angekündigt und nur lobende Worte über dich verloren. Sie schienen wirklich aufgeregt zu sein, als sie von dir sprach. Genug Gefahr. Du willst vermutlich wissen, wo uns der Schuh drückt, oder? Von mir aus kann es sofort losgehen. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. So. Tief gegraben. Gott, mir graut's immer vor diesem ganzen Vorlesen. Langsam sollte er aber kommen. Puh, die Hitze bringt mich noch um. Ich glaube, ich brauche erstmal einen kräftigen Schluck von Momodis Besten. Ah, Papa Shan. Die Abenteurerin, die deinen Auftrag übernehmen will, ist gerade hier. Oh, du bist also die mutige Heldin, über die man in letzter Zeit so viele Geschichten hört? Es freut mich überaus, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Papa Shan, ein ehemaliger Gardister Palastwache. Danke, dass du uns helfen willst. Genug der Förmigkeiten, nun erkläre doch schon, worum es geht. Ja, aber natürlich. Nichts lieber als das. Es geht um ein Anliegen, das ein Bekannter der Amagina Bergbau AG an mich herangetragen hat. Ein höchst gefährliches Unterfangen. Aus der Tiefe der Kupferglockenmine sind unerwartete Riesen aufgetaucht, die unter den Bergbearbeitern ein ziemliches Blutbad angerichtet haben. Genauer gesagt handelt es sich bei diesen Riesen um Hekatonscheire. Ja, wahrlich fürchterliche Kreaturen, die vor langer Zeit während der Thorn-Dynastie der Mine eingesperrt wurden. Nun ist es ihnen irgendwie gelungen, die Steinplatten, die sie gefangen hielten, zu durchbrechen.
Womöglich haben die Minenarbeiter auch zu tief gegraben. Auf jeden Fall sind die rasend vor Wut über ihre lange Gefangenschaft. Ja, wäre ich auch, wenn ich keine Ahnung, wie lange in einem dunklen Bergbau Stollen, Graben, Ding eingesperrt worden wäre. Ja, wäre ich auch nicht gerade begeistert. Das ist korrekt, meine Liebe. Ja, ich weiß. So. Gib mir einfach den Auftrag und gut ist. Wo müssen wir also hin? Ah, da! Das war einfach. Suchst du nach bemalter Berg? Du hast ihn gefunden. Anton, die in der Kupferglockenmine für Ruhe sorgen will. Ja. Ja. Schön. Kupferglocken, Leute. Okay. Lässt du mich da mal raus? Ich glaube, hier kommen wir dann auch gleich zu dem großen Kristall. Das Vergnügen. Hier ist der große Kristall. So. Den können wir jetzt nämlich los. Und unseren Auftrag erfüllen. In diese Richtung. Okay, westlich ist deine Hand. Das ist gut. Ins westliche wollte ich. Das ist erstmal ein halber Marsch bis nach da hinten. Egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kaktoren. Wie cool. Wobei Kaktoren ja auch relativ gefährlich sind in Final Fantasy. Die mit ihren 1000 Stacheln, 10.000 Stacheln. Also der Fähigkeit von denen. Nicht immer sehr freundlich. Eigentlich nie sehr freundlich. Die Musik ist cool. Also musikalisch kriegen sie es immer wieder hin, dass sie einem einen kleinen Ohrwurm versetzen. Thank you.
Hier gibt's Bomber. Eisenscheinsoldat. Wieder so eine Inhaltssuche. Machen wir es? Weiß es nicht. Doch, komm. Weißt du nicht, was wir in der Zeit machen wollen? Also, so viel gibt es hier leider nicht zu tun jetzt. Eieiei. Hilfe. Das mal kurz genießt. Ich kann dir leider keine Tipps. Alles gut. Alles gut. Kann mir oft selber keine Tipps geben, selbst wenn ich die Spiele kenne. Das ist jetzt immer nur so die Frage. Weil die meisten Nebenquests, die bringen halt nichts. Weil sie halt einfach schon zu niedrig sind. Gut, aber ich kann einmal nach da hinten und kurz den Kristall aktivieren. Deine Katze ist süß. Ja, die ist echt süß. Ich muss mal gucken, wann ich morgen anfange. Weil eigentlich möchte ich morgen nicht als zu spät anfangen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich schätze mal. Ja, zwischen 16 und 18 Uhr würde ich wahrscheinlich morgen anfangen. Gut, hängt davon ab, wann ich morgen beim Bürgeramt fertig bin. Ich darf nämlich einmal mein Perso abholen und mein Gewerbeschein machen. Weil ich glaube, meine Krankenkasse möchte so langsam wissen, wie viel ich monatlich zahlen darf. Kann. Nee, das will ich alles nicht. Bokobo-Verleiher. Ich würde gerne einen normalen Schokobo haben. Warte mal, ich möchte einmal. Ich wüsste gern, wann weil eigentlich müsste es schon gehen. Das ist halt das, was mich wundert. Weil da wir mittlerweile Stufe 23 sind, müsste mir das eigentlich sofort angezeigt werden.
Aber wird das leider nicht. Ach so, wegen morgen. Ja, ich wollte so zwischen 16 und 18 Uhr anfangen, je nachdem, wann ich halt beim Bürgeramt fertig bin. Weil ich morgen meinen Perso abholen will, nach 2 Monaten. Fast 2 Monaten. Und meinen Gewerbeschein abholen möchte. Anmelden möchte. Wie auch immer man es nennen mag. Damit ich endlich alles machen kann, was ich machen möchte. Und mal bitte alles reparieren lassen. Ja, einmal halt für meinen Job, den ich halt demnächst ausübe und halt für Twitch selber. Weil damit, wenn man mir halt spendet oder falls ich denn irgendwann mal Affiliate werden sollte, wo man mich dann halt auch abonnieren kann, muss ich einen Gewerbeschein anmelden. Da muss ich halt ein Gewerbe anmelden, dass ich das hier auch machen darf. Und wenn ich halt ein Gewerbe angemeldet habe und ich dann zum Beispiel Affiliate werden sollte, dann darf ich halt offiziell mit dem, was ich hier tue, Geld verdienen. Und braucht das halt auch, um Steuern zu zahlen. Das heißt, ich muss ja in Amerika einmal Steuern zahlen. Das wird aber automatisch schon abgezogen. Und in Deutschland muss ich ab einem gewissen jährlichen Betrag, den ich ewig nicht überschreiten werde wahrscheinlich, ab dann auch Steuern zahlen. Dafür brauche ich dann halt auch einen Gewerbeschein, damit das alles rechtens ist und ich nicht angeschissen werden kann, dass ich hier Schwarzarbeit oder sonstiges betreibe. Oder worunter das auch immer fallen mag, wenn man es nicht macht. Deswegen brauche ich einen Gewerbeschein. Und für meinen Job halt natürlich auch. Ich mache dann halt einmal mein Hauptgewerbe und Twitch dann halt als Nebengewerbe, als Anhang mit rein. Dann habe ich halt 2 Fliegen mit einer Klatsche. Ja, so, ich brauche eine Gruppe. Kann hier nicht viel machen. Jo, Gott. Minimal müde. Winterwald. Dann bitte einmal zum Ostwald. Sollte ja trotzdem gehen. Was arbeitest du denn? Ich mache mich halt, oder möchte mich halt selbstständig machen. In Richtung Einzelhandel halt. Und dafür brauche ich halt einen Gewerbeschein. Damit ich mich selbstständig machen kann. Deswegen, ja. Einen Freibrief machen, aber ich will erstmal Bestiario machen. Neu Efeu-Ranken. Was möchtest du denn handeln? Ich möchte halt so in Richtung Gaming und Merchandise und so weiter gehen. Halt solche Sachen verkaufen. Ist jetzt nicht so was Besonderes, aber ja. Ich wollte halt etwas machen, was mir Spaß macht. Was ich auch von zu Hause machen kann. Wo ich nicht auf andere Leute angewiesen bin. Wo ich nicht mit anderen Menschen zusammenarbeiten muss. Also in einem Raum arbeiten muss, meine ich damit. Wo ich mir meine Zeit so generell frei einteilen kann. Weil ich auch kein Mensch bin, der gerne früh aufsteht. Und ich sehr viele schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe. Deswegen, ja, möchte ich mir jetzt selber was Eigenes aufbauen. Und mein eigener Chef sein. Und natürlich vorrangig Spaß dran haben.
Das ist eigentlich die Hauptsache. Ich möchte halt nicht in irgendeinem Job festhängen, wo ich dann die ganze Zeit mit so einer Fresse sitze und dann sage, pff, ja, kein Bock. Kein Bock aufzustehen, kein Bock das zu machen, kein Bock das zu machen. Das zieht nicht nur mich runter, das zieht andere runter. Und ist, glaube ich, auch nichts vorteilhaft für irgendein gesundes Arbeitsklima. Deswegen mache ich lieber etwas, was mir Spaß macht. Was anderen Freude bereitet. Ja. Deswegen. Gaming. Ist das sprunghaft? Ja, das ist mir schon bewusst. Also, ich versuche es relativ klein zu halten. Es wird jetzt nicht wie ein, sag ich mal, GameStop oder wie auch immer diese ganzen Läden heißen. So ein kleines, knuffliges Lädchen. Ein paar Sachen zum Testkauf gab es schon. Hat sich schon ein bisschen was verkauft. Aber um es halt offiziell zu machen, brauche ich halt, wie gesagt, einen Gewerbeschein. Weil ich hier nichts schwarz machen möchte. Gut, war es in dem Bereich jetzt noch nicht, aber ich jetzt nicht so große Mengen verkauft habe. Aber das gibt dann irgendwann die Möglichkeit, falls es mal so kommen sollte, dass ich dann zum Beispiel auch mein eigenes Merch oder Merch von anderen und Freunden oder sonstiges mit reinbringen kann. Wenn dann zum Beispiel mal jemand sagt, ey, kannst du das und das verkaufen bei dir? Kann ich sagen, oh, klar, kann ich machen. Oder halt mein eigenen Kram. Was aber noch dauern würde. Da denke ich noch lange nicht dran. Wie gesagt, erstmal alles so im Rahmen. Erstmal klein gehalten. Gemütlich. Hauptsache gemütlich. Wie so eine heiße Schokolade an einem Wintermorgen. Weiß nur nicht, wo wir jetzt die anderen Raptorenviecher herkriegen. Da ist so eine gewisse Wirtschaftssimulation. Oh Mann. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich die Viecher herkriege. Ich weiß, die laufen mir jetzt erstmal hinterher. Aber ich will halt auch erstmal wissen, wo ich die anderen finde. Das sind alles Loris. Loris sind die falschen Monster. Die Feenfunkis auch. Ich weiß jetzt doch schon nicht mehr, wo ich suchen soll. Da! Das war Zufall. Wie gesagt, eigentlich suche ich auch gerade nur eine Gruppe für die Inni. Aber leider ist gerade keiner anwesend. Wie auch bei der letzten. So, das ist jetzt zwar ein bisschen nervig. Aber das sehe ich schon mal. Bin ich da auch gerade wie. Das ist auch ein Katzenwesen wie ich. So. Ich jetzt bitte auch einmal.
Dann müssten wir auch das Bestiarium durchhaben. Also die zweite Stufe. Nächster Rang. Sehr geil. Muska Eichenwald.